Hi und herzlich willkommen hier in dem Video. Mein Name ist Lars Krieger und mit diesem Video möchte ich dich ermutigen, deine Stimme zu finden und Lösungen beizusteuern in den Momenten, in denen du sonst schweigen würdest. Täglich triffst du eine Entscheidung. Machst du es jemandem recht oder findest du deine Stimme? Vielleicht ist es sogar die Schwierigkeit deines Lebens. Mit diesem Video will ich dich ein bisschen provozieren und auch aus der Reserve locken, einfach um dir selbst zu verdeutlichen, wie du über das Thema es anderen recht machen denkst. Einiges mag auf dich zutreffen, anderes vielleicht auch nicht. Hinterfrage, was ich sage und verwende ausschließlich das, was für dich funktioniert. Manchmal hast du vielleicht das Gefühl, dass eine Situation zu schön ist, um wahr zu sein, dass eine Situation perfekt ist. Vielleicht ist es eine Situation, in der du gerade es jemandem recht machst. Einfach erklärt ist es das Phänomen, wenn du selbst nicht den Kopf aus deinem Arsch kriegst und dich entschließt, der Wirklichkeit lieber aus dem Weg zu gehen, um auf einer Wolke zu leben. Was sind die Folgen, wenn du es jemandem recht machst? Nun, du alleine sorgst dafür, dass sich in deiner Gegenwart niemand auf die Probe stellen muss, dass sich niemand verantwortlich fühlen braucht und nennst das Ganze dann Wertschätzung. Selbst das Wort Recht ist ein rein juristischer Begriff, der mit deinem Leben aber an sich nichts zu tun hat und der dich vielleicht eher an eine Roboterprogrammierung erinnern sollte als an wirkliche Selbstbestimmung. Oder einfach gesagt, du gehst einen Umweg in der Hoffnung, dass du so schneller ankommst. Aber wieso machst du das? Hier sind 5 mögliche Gründe, weshalb du dich entschließen könntest, es anderen Menschen recht zu machen. Vielleicht erstens ist es Konditionierung, weil du dich entschlossen hast, weil du in einer Gesellschaft aufgewachsen bist, in der du gelernt hast, der Wirklichkeit so lange aus dem Weg zu gehen, bis plötzlich eine Krise da ist und schnell eine Lösung her muss, oder bis du so lange warten kannst und es dann jemand anderem in die Schuld schieben kannst. Oder ist es vielleicht zweitens, du machst es wegen des Komforts. Nun, bietet Komfort etwa eine Qualität an, dass du dich selbst dafür kastrieren musst? Nur damit du dich vor einer unbequemen Situation verstecken kannst, um dich aus der Sicherheit deiner Komfortzone zu loben, dass du alles getan hast, was du nur konntest? Ist es vielleicht drittens die Angst vor Erfolg? Mit dem Gedanken, mit der Ahnung, dass du es vielleicht tatsächlich selbst in der Hand hast, etwas auszusprechen, was einmal alles verändern könnte und dass die Idee, hinter der du dich bisher versteckt hältst, wegfallen würde? Oder ist es viertens, weil du dich selbst einfach nicht gut genug fühlst und es deshalb lieber jemand anderem recht machst? Glaubst du damit, dich vielleicht so lange vor der Wirklichkeit zu verstecken, bis du dann groß genug bist und irgendwann gut genug, ihr ins Auge zu blicken? Oder machst du es viertens, weil du willst, dass dich andere mögen und deshalb machst du es ihnen recht? Tust du diesen Personen damit einen Gefallen, wenn du ihnen nicht auf Augenhöhe begegnest und sie einfach gewähren lässt, ohne den Anspruch zu haben, ihr Vorhaben auf Herz und Nieren zu prüfen, ohne dich zu beteiligen oder zum Erfolg beizusteuern? Okay, letztlich gibt es unzählig viele Gründe, weshalb du dich entscheiden könntest, dein Licht unter den Scheffel zu stellen und es jemandem recht zu machen. Doch ganz gleich, wie viele Gründe es dafür geben mag. Wer bist du, dass du deinen Ausdruck, deiner Individualität, wer du tatsächlich bist, einer Idee unterordnest? Wer bist du, dass du den Realitätstest scheust? Du bist weder ein Roboter noch bist du ein Versuchskaninchen, sondern du bist ein Mensch, der lebt, der denkt, der sein eigenes Leben hat. Es gibt über 7 Milliarden Menschen da draußen. Jeder mit seinen einzigartigen Talenten und Fähigkeiten. Und du bist einer davon. Statt dich zu verstecken, solltest du der Realität entgegenjubeln. Ja, so wie all die großen Kulturen vor dir. Was wäre, wenn du dich einmal entschließen würdest, einmal kompromisslos du selbst zu sein?
Und damit meine ich nicht gleich radikal zu werden oder alles zu sagen, was dir gleich in den Kopf kommt, aber es stattdessen auch nicht zu verneinen, sondern vielmehr deinen Ideenreichtum zu verwenden und das zu sagen, was du sonst zurückhalten würdest. Wer weiß, vielleicht lernst du etwas dazu oder du öffnest jemand anderem die Augen. Selbst wenn du dadurch in erster Linie jemanden zu enttäuschen scheinst, sprichst du doch nur das aus, was nötig ist, um eine Beziehung wahrhaft zu vertiefen. Doch letztlich wirst du dich am Ende besser fühlen, weil du es geschafft hast, deine Stimme zu finden. Okay, abschließend möchte ich das Video mit einem allgemeinen Coaching-Hinweis für dich, wie es möglich ist, deine Stimme zu finden, selbst in den Zeiten, in denen du mal vergessen haben solltest, wer du tatsächlich bist. Versetze dich dazu einfach in eine Situation, in der du den Verdacht hast, dass du es gerade jemandem recht machst. 3 Schritte. Erstens, achte jetzt nur auf dich, statt unüberlegt zu handeln. Wie fühlst du dich mit dem, was du erlebst? Wie reagierst du? Ist da vielleicht ein Beigeschmack? Zweitens, gib dir einfach noch ein bisschen mehr Raum, damit der Augenblick wirken kann, und ziehe dabei keine Schlüsse mit dem, was du bereits erkannt hast. Drittens, jetzt kommuniziere es, so wie du es erlebst, direkt, ohne durch die Blume zu sprechen und ohne etwas von deinem Gegenüber zu erwarten. Okay, kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos. Herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast, ganz gleich, was du jetzt mit diesem Video anfängst. Ich kann dir schon mal verraten, jetzt, wo ich all das gesagt habe, geht es mir selbst schon mal besser. Okay, ich sehe dich vielleicht im nächsten Video wieder, wenn du dir irgendwann mal Hilfe wünschst, bei einem besonderen Thema oder in deinem Lebensweg, dann lass uns gemeinsam drüber sprechen, lass uns gemeinsam größer denken oder begleite mich auch beim Training, um innere Stärke zu gewinnen. Ich sehe dich dann, sei du selbst, geh Risiken ein und tu das, was du liebst. Viel Erfolg!